Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 44. Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde. Abschiebungen aus Schulen und Psychiatrie sind unmenschlich für eine humanitäre Flüchtlingspolitik, 1946-90. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil vor drei Wochen ein Patient aus der Psychiatrie herausgeholt und abgeschoben wurde. Das ist ein Tabubruch, das ist unmenschlich, und wir wollen, dass die Landesregierung hier und heute dazu Stellung bezieht. Ein 32-jähriger Mann aus dem Kosovo, ein Angehöriger der Volksgruppe der Roma, war wegen einer schweren Depression in stationärer Behandlung im Universitätsklinikum Gießen. Der Kosovo-Krieg, wo er als Zwangsrekrutierter erschossene albanische Zivilisten begraben musste, hatte ihn schwer traumatisiert. Er war alleine in Deutschland, weil einige Wochen zuvor bereits seine Frau und seine zwei kleinen Kinder abgeschoben worden waren. Nach sieben Wochen Behandlung forderte ihn das Landratsamt auf, in der Ausländerbehörde zu erscheinen. Es hieß, er müsse einige Formulare ausfüllen, die für die Übernahme der Kosten der Klinik und für sein Taschengeld erforderlich seien. Tatsächlich gab es dort aber weder Formulare, die auszufüllen waren, noch sollte es Taschengeld für ihn geben. Das war offensichtlich ein Vorwand, um ihn und die ihn begleitende Sozialarbeiterin zur Behörde zu locken. Er wurde von zwei Polizisten, die dort warteten, festgenommen und zum Münchner Flughafen gebracht, von wo er ins Kosovo abgeschoben wurde. Alle Hinweise der fassungslosen Sozialarbeiterin auf den Gesundheitszustand des Mannes und die Suizidgefahr wurden ignoriert. Sie wurde rausgeschickt. Das hat die Frankfurter Rundschau dankenswerterweise recherchiert. Meine Damen und Herren, ich bin bestürzt über den erneuten Tabubruch in der Abschiebepraxis Hessens. Abschiebungen aus dem Krankenhaus sind absolut inakzeptabel, und zwar unabhängig von der aufenthaltsrechtlichen Situation der betroffenen Person. Und das gilt erst recht, wenn es sich um einen suizidgefährdeten Patienten handelt. Und ich bin auch entsetzt über die perfiden Methoden, derer sich ein Landratsamt offensichtlich bedient, um einen kranken Menschen aus einer Klinik zu holen. Wenn Behörden so mit Menschen umgehen, wird jedes Vertrauen zwischen Flüchtlingen und staatlichen Institutionen zerstört, meine Damen und Herren. Und deshalb frage ich die Landesregierung, hat diese Vorgehensweise in Hessen System? Werden Menschen unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu Ausländerbehörden gelockt, um sie leichter abschieben zu können? Hier erwarte ich deutliche Worte von der Landesregierung. Und jetzt hat das Landratsamt Wetteraukreis auch noch Strafanzeige erstattet gegen den Leiter der Universitätspsychiatrie Gießen, Bernd Gallhofer. Der Mediziner soll gegen seine ärztliche Schweigepflicht verstoßen haben, als er versuchte, sich für einen Verbleib seines Patienten einzusetzen und sich an die Öffentlichkeit wandte. Besonders abstrus ist der Vorwurf, Gallhofer habe in Form einer Beihilfe gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen, weil er versuchte, durch ein Gutachten die Abschiebung zu verhindern. In der Tat, er wollte diese Abschiebung verhindern, und zwar vollkommen zu Recht. Als verantwortungsbewusster Mediziner ist es doch seine Pflicht, so zu handeln. Und ich frage mich, warum eine Kreisverwaltung sich anmaßt, seine medizinische Expertise derart öffentlich anzuzweifeln, meine Damen und Herren. Hier wird ganz offensichtlich versucht, einen Mediziner einzuschüchtern und den Kritiker dieser Abschiebepraxis mundtot zu machen. Und das ist absolut inakzeptabel, was das Landratsamt dort macht. Meine Damen und Herren, seit Monaten erleben wir auf dem Gebiet der Flüchtlingspolitik einen Wettbewerb der Schäbigkeiten. Seit das Asylpaket II in Kraft ist, können selbst schwer kranke Personen abgeschoben werden. Gerade habe ich gelesen, dass in Hamburg gerade ein Afghane jüdischen Glaubens in einer Synagoge Zuflucht gefunden hat vor der Abschiebung. Er sollte nach Afghanistan abgeschoben werden, wohl wissend, was dort Angehörigen religiöser Minderheiten droht, meine Damen und Herren. Auch das ist vollkommen inakzeptabel. Heute diskutiert der Bundestag über eine weitere Verschärfung der Asylgesetze. Das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht soll die Rechtsgrundlage schaffen für solch überfallartige Abschiebungen ohne vorherige Ankündigung. Für Tausende von Menschen, die seit Jahren hier leben, die sich geduldet in Deutschland aufhalten, die einer geregelten Beschäftigung nachgehen, deren Kinder in die Schule gehen, deren Kinder das Herkunftsland ihrer Eltern gar nicht oder kaum kennen, heißt das, dass sie in ständiger Angst leben müssen.
Denn jederzeit kann die Polizei vor der Tür stehen. Oder wie es im vergangenen November bei einer 16-jährigen Schülerin in Karben, übrigens auch im Wetteraukreis, der Fall war, vor dem Klassenzimmer warten. Da holte die Polizei das Mädchen direkt aus dem Unterricht ab, ließ sie von einer Sekretärin aus dem Unterricht holen und hat das Mädchen abgeschoben. Meine Damen und Herren, Krankenhäuser, Schulen, Arztpraxen, das müssen doch geschützte Räume sein, wo sich Menschen ohne Angst vor Abschiebung aufhalten können. Sonst drängt man Menschen doch in den Sonst drängt man Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus aus dieser Gesellschaft heraus. Man zwingt sie zum Untertauchen und in die Illegalität, und man schürt Misstrauen. Und deshalb, statt auszugrenzen und Stimmung gegen Geflüchtete zu machen, statt Unsummen an Mitteln und personelle Ressourcen in eine inhumane Abschiebelogistik zu stecken, sollten wir eine gute und schnelle Integration der hier lebenden Geflüchteten besser finanzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in Hessen seit Herbst 2015 über 110.000 Menschen aufgenommen. Hier fanden diese Menschen Obdach, medizinische und soziale Versorgung. All diese Menschen, lassen Sie mich das unterstreichen, all diese Menschen haben gute Gründe gehabt, ihre Heimat zu verlassen. Niemand verlässt leichtfertig seine Heimat. Die allermeisten haben dies getan aus politischer Verfolgung oder weil dort Bürgerkrieg herrscht. Aber es kamen auch Menschen, die vor Armut oder anderen widrigen Umständen hierher flohen. Wir GRÜNE fordern seit unserer Parteigründung eine vorausschauende internationale Politik, die mit aller Macht Fluchtursachen bekämpfen muss, und ein neues Einwanderungsgesetz auf Bundesebene, mit dem beispielsweise Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland kommen können und so eine legale Perspektive erhalten. Und dazu benötigen wir weiterhin eine solidarische Europapolitik für die Geflüchteten, die aus Krisen nach Europa fliehen, damit diese Quote auch dazu beiträgt, um Flüchtlinge gerecht zu verteilen in der EU. Aber im Gegensatz zur Linkspartei in Hessen zumindest, in Brandenburg und Thüringen ist das oft abweichend, im Gegensatz zur Linkspartei in Hessen fordern wir keine offenen Grenzen und unbegrenzten Zuzug. Dies ist unrealistisch und nicht umsetzbar. Wir haben hier eine klare Linie. Wir wollen allen politischen Verfolgten und Opfern von Kriegen hier eine Zuflucht geben. Sie finden sie hier. Denn wir wollen und wir werden all denjenigen helfen, die hier eine Perspektive benötigen und erhalten, um sich zu integrieren. Die Aktionspläne 1 und 2 der Hessischen Landesregierung sind dort ein großes, großes Ausrufezeichen mit 1,6 Milliarden €, die wir in die Integration von Flüchtlingen investieren. Aber eines, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auch klar. Das Asylrecht ist kein Instrument für Menschen, die hier Arbeit suchen wollen oder nicht von kriegerischen Konflikten bedroht sind. Deswegen werden diese Menschen, wenn sie auch nach einer gründlichen rechtsstaatlichen Prüfung mit einer Fülle von rechtsstaatlichen Möglichkeiten dieses Recht nicht erworben haben, das Land wieder verlassen müssen. Ich bin noch nicht am Ende, Herr Kollege. Die Menschen, die keinen Aufenthaltstitel haben, sind ausreisepflichtig. Auch das gehört zum Asylrecht, so tragisch das für den Einzelnen auch sein mag und ist, und so groß die individuelle Betroffenheit auch ist. Für die Ausreisepflicht gibt es klare rechtsstaatliche Regelungen, bis hin zum Schluss, dass die Ausländerbehörden Abschiebehemmnisse prüfen. Dazu gehört aber wiederum eine Vielzahl von Parametern. Beruhigen Sie sich doch mal eine Sekunde, Frau Wissler. Kommen Sie doch mal von der Palme. Zu Ihnen komme ich schon noch. Dazu gehören eine Vielzahl von Parametern, unter anderem der gesundheitliche Zustand. Aber diese Parameter werden nicht von der Linkspartei untersucht, sondern sie werden untersucht von Ärzten und Beamten. Und wenn diese Parameter zu einem Verbleib nicht erfüllt sind, wie das offensichtlich der Fall war, weil in diesem Fall es so war, dass es einen weiteren Widerspruch gab vor Gericht und einen weiteren beim Bundesverfassungsgericht und bei einem Amtsarzt. Wenn diese Personen zu diesem Schluss kommen, nehmen wir diese Urteile zur Kenntnis. Wir nehmen diese Urteile deshalb zur Kenntnis, weil wir eine Gewaltenteilung haben.
Das kann auch wiederum für Betroffene ein bedauerliches Ende finden. Aber für eine inhumane Abschiebepolitik ist das kein Zeichen. Und deswegen und das ist natürlich, wenn man das in der Zeitung liest, natürlich besorgniserregend. Aber für alles Weitere bitte ich doch darum, dass wir das, wie man das üblich macht, nicht über Zeitungsartikel spricht, sondern sich, und das schlagen wir vor, wir bitten die Landesregierung im Innenausschuss, die einzelnen Vorgänge über die Behördenvorgänge und alles andere zu berichten, damit wir in dem konkreten Fall tatsächlich dann bewerten, wenn uns alle Informationen vorliegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt komme ich zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird auch im Petitionsausschuss, jetzt hören Sie doch mal noch eine Sekunde zu, es geht von meiner Zeit, aber es ist ärgerlich genug. Wie komme ich zu dem Schluss? Es ist offensichtlich so, dass dort Ärzte und Behörden und die Gerichte und das Bundesverfassungsgericht zum anderen Schluss. Wir lassen uns trotzdem im Innenausschuss das noch einmal berichten, auch übrigens im Petitionsausschuss. Aber wissen Sie, was Linkspopulismus ist, Frau Wissler? Wir hatten genau denselben Fall vor 4 Jahren eine abgeschlossene Petition dieser Person hier im Plenum. Und im Ausschuss, Petitionsausschuss wurde mit demselben Sachverhalt einer psychischen Erkrankung wurde mit allen Parteien, auch von Ihnen mitgetragen, Sach- und Rechtslage. Und das wurde hier im Plenum öffentlich verabschiedet. Das bedeutet, auch Sie haben damals denselben Sach- ich habe hier die Protokolle und ich werde sie Ihnen auch übergeben, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Linkspartei, denselben Sachverhalt im November 2013 im Petitionsausschuss verabschiedet, einstimmig, dass es keinen Grund für einen Aufenthaltstitel gibt. Den haben Sie mitgestimmt. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist, dass jetzt etwas in der Rundschau darüber steht, und das ist Populismus, meine sehr verehrten Damen und Herren, sich dann darauf zu setzen. Kollege Bocklet. Die Petition heißt 4540 aus 18, genau dieselbe Person, genau derselbe Sachverhalt. Sie haben sie damals genauso wie alle demokratischen Fraktionen hier, alle 5 Fraktionen, abgelehnt. Das ist der Fakt. Und deswegen rate ich Ihnen, Kollegin Wissler, ich rate Ihnen ein weniger Maß an Schaum vor Mund. Gucken Sie sich die Sache noch einmal genau an. Bewerten Sie sie noch einmal in Ruhe. Und machen Sie nicht nach dem ersten Zeitungsartikel schon so, als ob Sie alles besser wüssten, was hier schon diskutiert wurde. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Abg. Ernst Ewald Roth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, in der Debatte ist es notwendig, erst darüber zu sprechen, worüber wir heute nicht reden. Wir reden nicht über ein laufendes Petitionsverfahren, das im Petitionsausschuss noch ansteht und aus guten Gründen dort beraten und am Ende abgestimmt wird und das dann ins Plenum kommt. Das kann frühestens in der nächsten Plenarrunde geschehen. Wir reden auch nicht über eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen vom 1. März. Wir reden drittens nicht über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls am 1. März diesen Jahres. Wir reden auch nicht, Kollege Bocklet, über eine abgeschlossene Petition, die es in der Tat gegeben hat. Da hat der Kollege Richtiges dazu gesagt. Das war die letzte Entscheidung der 18. Wahlperiode. Bevor wir hier rausgingen, haben wir über diese Petition abgestimmt. Und das Ergebnis war so, wie Kollege Bocklet beschrieben hat. Zur Sache, die jetzt ansteht. Die Person, um die es geht, ist vollziehbar ausreisepflichtig. Daran ist überhaupt nicht zu deuteln. Dennoch, und das ist die Frage, die ansteht, wie wird diese Abschiebung vollzogen? Und da habe ich überhaupt keine Schuldzuweisung an das Innenministerium. Da habe ich Klärungsbedarf. Um das angemessen im Petitionsausschuss dann beurteilen zu können
muss ich etwas wissen in der konkreten Situation, weil durch die Medienberichterstattung ganz viele Fragen aufgeworfen sind, die wir deutlich beantwortet haben müssen. Wie war denn das Zusammenspiel zwischen der Ausländerbehörde vor Ort und der zentralen Ausländerbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt? Wie war die? Zweitens, wie ist die in den Medien ist zu lesen, Sie sagen, er ist aus der Psychiatrie abgeschoben worden. Wie ist er denn aus der Psychiatrie rausgekommen? Die einen sagen mir, der ist einbestellt worden. Andere sagen, nein, nein, der ist ganz freiwillig gekommen, aber zufällig war die Polizei da. Also ein paar Dinge sind hier zu klären. Und es wäre gut, entweder können Sie es heute, das ist ein, muss aber heute nicht sein, Herr Minister, dann für den Petitionsausschuss, von mir aus ergänzend auch im Innenausschuss. Aber derzeit liegt die Petition im Petitionsausschuss, und da wäre dort die Antwort zu geben. Ein paar Fragen mehr. Was ist da alles passiert im Ablauf, damit noch einmal an der Vollziehbarkeit ist nicht zu deuteln. Aber es stellt sich dann die Frage, wie ist das denn mit einem Schutz, wenn jemand tatsächlich ist reisefähig, alles bestätigt. Aber was ist mit ihm, wenn er noch krank ist, in der Klinik ist? Dann muss ich mit diesem Thema sorgsamer umgehen, als das im vorliegenden Fall offensichtlich geschehen ist. Und ich will dann, und das redet überhaupt nicht über die Punkte, die ich eben gesagt habe, über die wir nicht reden, sondern es geht, das muss in dem Zusammenhang auch gesagt werden, wir klagen nicht darüber, dass wir zu viele Ärzte haben, die sich gerade um diese Menschen kümmern. Ich kenne Professor Gallhofer persönlich aus vielen Situationen, wo es um Abschiebungen ging, wo er hilfreiche und weiterführende Gutachten erstellt hat, die Betroffenen und den Behörden geholfen haben. Ich verstehe es überhaupt nicht, in einer so angespannten Situation jetzt von einem Landkreis gegen diesen Menschen Klage zu führen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Roth. Das Wort hat die Frau Abg. Astrid Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich mit ein paar grundsätzlichen Bemerkungen beginnen, bevor ich auf den konkreten Fall zu sprechen komme. In unserem Land hat jeder das Recht, einen Antrag auf Asyl zu stellen, und im Rahmen dieses Verfahrens kann jeder seine individuellen Asylgründe vortragen. Jeder Antrag wird genau geprüft, und jede Entscheidung ist gerichtlich überprüfbar. Wird kein Schutzstatus zugesprochen, ist die Konsequenz, dass die Betroffenen unser Land wieder verlassen müssen. Und dieser Grundsatz muss natürlich auch durchgesetzt werden, denn es gehört zum Wesen eines Rechtsstaates, dass geltende Gesetze und natürlich wirksam getroffene Entscheidungen auch bindend sind. Bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht bedeutet das auch im Einzelfall eine zwangsweise Abschiebung. Ich sage ausdrücklich, im Ausnahmefall als Ultima Ratio, als letztes Mittel. Wir setzen ausdrücklich auf die freiwillige Ausreise, und das belegen auch die Zahlen. Im Jahr 2016 stehen 6.100 freiwilligen Ausreisen, 1.700, also gerundet jetzt, Abschiebungen gegenüber. In diesem Jahr bis Anfang März sind es 380 freiwillige Ausreisen gegenüber 175 Abschiebungen. Und zweifelsohne, wer sich Hoffnungen gemacht hat, hier in Deutschland bleiben zu können und dann aufgefordert wird, unser Land wieder zu verlassen, für den ist das selbstverständlich und ohne Zweifel eine hochemotional belastende Situation. Das ist doch klar. Das steht außer Frage. Und natürlich hegen viele Betroffene natürlich den Wunsch, hier auch ein dauerhaftes Bleiberecht zu erhalten. Aber dem kann eben natürlich nur entsprochen werden, wenn entsprechende Asylgründe vorgetragen werden. Und so viel zum Grundsätzlichen. Und ich möchte jetzt ein paar Punkte ansprechen, die den Fall betreffen. Der Betroffene war seit längerer Zeit ausreisepflichtig.
Das wusste er, und das wusste natürlich auch sein Umfeld. Sein Asylverfahren ist bis hin zum Bundesverfassungsgericht überprüft und abschlägig beschieden worden. Ich finde, Herr Roth, Sie haben eben gesagt, das würde für den Sachverhalt keine Rolle spielen. Das sehe ich anders. Ich glaube, das sind schon Fakten, die man auch in dem Fall sehen muss. Es ist so, dass in dem vorliegenden Fall ja auch noch ein Gerichtsbeschluss des Verwaltungsgerichts Gießen vom 1. März vorliegt, in dem auf die Ausreisepflicht noch einmal sehr ausdrücklich hingewiesen wurde. Aber nicht nur dort, auch im Januar 2017, im Dezember 2014 und auch im März 2013 wurde das unanfechtbar so entschieden. Also, es war schon lange bekannt, dass eine Ausreisepflicht besteht. Jetzt ist eben von Frau Wissler hier vorgetragen worden, es sei sozusagen eine Abschiebung aus der Klinik erfolgt, er sei ins Landratsamt bestellt worden. Ich persönlich finde, man sollte mit solchen Äußerungen vorsichtig sein, wenn man den Sachverhalt im Detail noch nicht kennt. Es ist genauso in der Presse nachzulesen. Lassen Sie mich doch jetzt. Ich weiß, der Sachverhalt interessiert Sie nicht. Da komme ich gleich noch zu. Lassen Sie mich doch jetzt bitte mal ausreden. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Die Initiative, das ist in der Zeitung nämlich auch auszulesen. Ich komme gleich noch zu Ihnen. Die Initiative zu diesem Termin ging ja nicht von der Behörde aus, sondern es ging darum, dass das Klinikum die Kostenerstattung geregelt haben wollte und der Betroffene Taschengeld haben wollte. Deswegen gab es diese Terminvereinbarung. Ich finde, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Offensichtlich konnte auch der Betroffene die Klinik, in der er stationär untergebracht war, auch verlassen, und zwar auch ohne ärztliche Begleitung. In dem Gerichtsurteil wird auch noch einmal vom 1. März sehr deutlich dazu Stellung genommen, warum eigentlich nicht vorher mal die entsprechenden Atteste usw. vorgelegt worden sind. Er hat nämlich die Behörden von sich aus nie darüber informiert. Ich muss einem auch ganz klar widersprechen. Der Kollege Rentsch hat das am 24.11. in der Debatte sehr klar und richtig herausgearbeitet. Nein, eine Klinik, in dem Fall ging es damals um die Schule, auch eine Schule ist kein rechtsfreier Raum. Er hätte auch, wenn er die Klinik verlassen hätte, wenn er kontrolliert worden wäre, ebenso aufgegriffen und natürlich auch abgeschoben werden können. Nach allem, was wir wissen, sehe ich erst einmal keinen Grund, an der Rechtmäßigkeit dieser Rückführung zu zweifeln. Jetzt möchte ich noch zwei Punkte zu den LINKEN sagen. Erstens, in Ihrer Überschrift dieses Antrags und der heutigen Aktuellen Stunde formulieren Sie ja, dass die Abschiebung unmenschlich durchgeführt werden. Ich will das ausdrücklich und mit aller Vehemenz zurückweisen. Ich finde das ehrlich gesagt auch unredlich. Ich finde es deswegen unredlich. Jetzt komme ich einmal zu Ihnen, Frau Faulhaber. Frau Faulhaber, Sie haben sich in der Presse ja mehrfach zu diesem Fall, ich weiß, es interessiert Sie nicht, Sie unterhalten sich gerade intensiv, mehrfach zu diesem Fall geäußert. In der letzten Woche gab es zwei nicht öffentliche Sitzungen, in denen dieser Fall an und besprochen wurde. Frau Faulhaber, ich glaube, es wäre gut, wenn Sie heute einmal mitteilen würden, ob Sie sich in diesen Sitzungen zu Wort gemeldet haben, ob Sie Fragen hatten, ob Sie sich irgendwie geäußert haben. Ich glaube nämlich, das würde Aufschluss darüber geben, worum es Ihnen bei dem Sachverhalt eigentlich geht. Sachverhaltsaufklärung ist es sicherlich nicht. Es ist ganz billiger Populismus. Und noch ein letzter Satz. Klären Sie einmal mit Frau Wagenknecht, was die für Äußerungen tät, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, jeder muss hier. Ja, das ist der Wunsch. Frau Kollegin Wallmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist Populismus, was Sie machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wallmann. Das Wort hat die Frau Abg. Öztürk. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon sehr schäbig und unterste Schublade, Herr Kollege Bocklet und Frau Wallmann, wenn so Methoden hier verwendet werden wie A, von einer geschlossenen vertraulichen Sitzung, Petitionssitzung, mit der Nummer hier argumentieren zu wollen, ohne dass einer weiß, was da genau passiert ist. Und zweitens, dass Sie, Frau Wallmann, damit argumentieren, dass man aus einer Klinik abgeschoben wird, weil man dahin laufen konnte. Also kann der Fall nicht so schlimm gewesen sein. Das ist, tut mir leid, unterste Schublade. Und das zeigt, wie eng der Schuh drückt bei Ihnen und wie viel hier schiefgelaufen ist. Erstens.
wenn Petitionen nach Sach- und Rechtslage entschieden werden, dann haben wir immer in den Petitionsausschüssen die Situation gehabt, dass wir mit der Rechtslage nicht zufrieden waren, dass wir am liebsten eine andere Entscheidung getroffen hätten und dass wir sie nie durchsetzen konnten, weil die Rechtslage auf Bundesebene so war, wie sie war, was ja auch von einem Parlament gemacht wird. Deswegen haben wir ja auch immer argumentiert und gesagt, die Grundlage, die rechtliche Grundlage muss sich ändern. Es muss ein liberales Migrationsrecht her. Und deswegen haben ja auch viele versucht, nachher in den Härtefällen, in den Härtefallkommissionen die Personen, die Einzelfälle einigermaßen positiv zu retten. Und jetzt sich darauf zu beruhen und zu sagen, dass die Rechts- und Sachlage quasi ein Zeichen dafür war, dass man das akzeptiert habe, das finde ich ist schäbig, nicht akzeptabel. Ich für mich weise das zurück. Es gibt nämlich ganz viele Fälle, ja, es gibt ganz viele Fälle, die wir nachher versucht haben, in den Härtefällen zu retten. Jetzt zu diesem Fall hier. Es gehört sich nicht, dass wenn Menschen in posttraumatischer Belastungsstörung sich befinden, wenn diese Menschen in Behandlung sind, wenn sich die Situation verschlechtert hat, gehört es sich nicht, dass man diese Leute aus der Klinik heraus abschiebt. Denn es können nachher Situationen entstehen, wo nämlich eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst wird. Und das kann ja sein, wenn man diesen Menschen jetzt mit der Ausreise gedroht hat, dass aufgrund dessen nämlich die Erkrankung verstärkt worden ist. Das wird ja gar nicht zur Kenntnis genommen, sondern es wird so getan, als ob von vornherein mit Krankheit suggeriert worden ist. Und von daher möchte ich noch ganz klar sagen, weder aus Schulen soll abgeschoben werden, noch sollen Menschen abgeschoben werden, die in traumatischer Behandlung sind und in psychotraumatischer Behandlung sind. Das ist ein Resultat nämlich der Asyl 1 und 2 Pakete, weil man nämlich die Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt hat, möchte man jetzt, was es auch nicht nied- und nagelfest ist, aus diesen Ländern abschieben. Das ist eine inhumane Abschiebepraxis. Und in diesem Einzelfall haben wir nämlich gesehen, dass nämlich einiges schieflaufen kann. Und von daher bitte ich darum, nicht so zu tun, als ob die Opfer oder die abgeschobenen Menschen hier Krankheit vorgaukeln würden und als ob das richtig gewesen wäre, dass man sie abgeschoben hat. Es ist inhuman, es bleibt inhuman. Einzelne Details wird der Innenminister im Ausschuss besprechen. Trotzdem muss man das verurteilen, was hier passiert ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Wenn der Dialog beendet ist, fange ich gerne an. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will einmal versuchen, den Sachverhalt, soweit er bekannt ist, hier einmal zu bewerten und aufzuarbeiten. Wir werden das im Einzelnen ja im Innenausschuss noch tun. Ich bin einmal gespannt, ob es da neue Erkenntnisse gibt. Eigentlich ist das, was bis jetzt veröffentlicht ist, schon ausreichend, um zumindest zu einer vorläufigen Beurteilung zu kommen. Und Frau Kollegin Wissler, auch Frau Kollegin Öztürk, das muss ich dann doch einmal deutlich sagen, mit Ihrer Argumentation, wie Sie mit diesem Fall hier umgehen, stellen Sie letztlich wieder einmal den Rechtsstaat infrage. Und das will ich Ihnen auch im Einzelnen begründen. Sie beziehen sich, meine Damen und Herren von der Linksfraktion, insbesondere auf die Expertise des Prof. Gallhofer, ein renommierter Wissenschaftler, ein renommierter Psychiater. Das ist alles überhaupt nicht infrage zu stellen. Und Herr Prof. Gallhofer ist der Auffassung, man könne seinen Patienten im Kosovo nicht ausreichend behandeln. Dort gäbe es keine traumatherapeutischen Zentren, und deswegen könnte eine Abschiebung problematisch sein. Aber, und das sollten Sie dazu sagen, wenn Sie schon den Sachverhalt hier auf den Tisch bringen, alles das, was Herr Prof. Gallhofer dort erklärt und als seine Auffassung wiedergibt, hat die Gerichte, die dafür in einem Rechtsstaat zuständig sind, in keiner Weise überzeugen können. Die Richter haben festgestellt, bei Eilanträgen und Verfassungsbeschwerden per 1. März, das ist ja noch nicht lange her, dass all dieses nicht greift. Herr Prof. Gallhofer hat dann gemeint, er müsse die Abschiebung in letzter Minute trotzdem verhindern. Aber da muss er dann zur Kenntnis nehmen, wie alle anderen. Im Rechtsstaat entscheiden Gerichte. Hier entscheiden Gerichte und nicht selbsternannte Entscheider. Und das gilt letztlich auch für Mediziner, auch wenn sie noch so renommiert sind. Und ich muss schon etwas sagen. Ich war etwas irritiert, als ich das erste Mal davon in der Zeitung gelesen habe, dass dieser Klinikleiter
meint, seine Klinik sei ein Asyl, eine Institution mit Kirchenasylcharakter. Also über die Frage des Kirchenasyls kann man ja auch schon trefflich streiten. Aber wenn jetzt noch die Idee aufkommt, so eine Art Klinikasyl damit gleichzustellen, dann muss ich sehr deutlich sagen, das ist schlicht eine Anmaßung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Fakten sollte man nicht außer Acht lassen. Und die Fakten sind, dass der Abgeschobene 6 Jahre lang in Deutschland war, dass sein Asylverfahren bis hin zum Bundesverfassungsgericht geprüft und abschlägig beschieden worden ist. Im Beschluss des Verwaltungsgerichts Gießen vom 1. März, also noch gerade 3 Wochen alt, wird noch einmal deutlich gemacht, dass er zur Ausreise verpflichtet war. Und das haben alle vorangegangenen Gerichtsverfahren, Frau Kollegin Wallmann hat schon darauf hingewiesen, ebenso ergeben. Und der letzte Folgeantrag vom 1. März 2017 führte auch nicht zu einer anderen rechtlichen Würdigung. Denn dieser Folgeantrag ist laut Beschluss des Verwaltungsgerichts, das zur Prüfung zuständig ist, rechtsmissbräuchlich und offensichtlich unzulässig, weil die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen des Verfahrens nicht vorliegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, auch ein Krankheitsbild muss nicht unbedingt davor schützen, abgeschoben zu werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass im Übrigen diese posttraumatische Belastungsstörung nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes, das ist in Deutschland dafür zuständig, wir müssen das ja in jeder Plenarrunde den LINKEN hier wieder erklären, nach dem Lagebericht vom 7. Dezember 2016, der ist brandneu sozusagen, auch im Kosovo behandelbar ist. Das ist so. Und, meine Damen und Herren, es heißt dann wörtlich in dem Beschluss des Verwaltungsgerichts, den will ich einmal zitieren, in der Tat, hören Sie einmal zu, warum der Antragsteller im Jahre 2017 aufgrund von Ereignissen vor 2011 bzw. bis zum Jahr 2000 nunmehr behandlungsbedürftig traumatisiert sein sollte, erscheint mehr als unwahrscheinlich und eher eine Schutzbehauptung, um aufenthaltsbeendenden Maßnahmen entgehen zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind die im Rechtsstaat durch das zuständige Verwaltungsgericht getroffenen Feststellungen, und das sind letztlich die Instanzen, die bei uns entscheiden. Das ist die Quintessenz, auch wenn wir uns im Innenausschuss gerne noch einmal im Einzelnen damit befassen können. Der Rechtsstaat gilt in unserem Land. Der Rechtsstaat gilt auch dann, wenn die Ergebnisse für Einzelne unbequem sein können. Und so hat das im Übrigen auch der Landrat des Wetteraukreises, Herr Kollege Arnold von der SPD, eingestuft. Ich finde das völlig richtig. Die Verlässlichkeit des Rechtsstaates ist etwas, worauf sich die Menschen in unserem Land verlassen können müssen und worauf sie sich verlassen können dürfen. Deswegen muss hier auch konsequent gehandelt werden. Und das gilt auch in Fällen, wenn ein Mediziner das einmal anders beurteilt. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zwei Vorbemerkungen machen. Ich finde, Kollege Roth, so leicht kann man sich's nicht machen. Also, man muss jetzt nicht zwingend von der SPD-Landtagsfraktion erwarten, dass sie zu ihrem eigenen SPD-Landrat steht. Das ist sozusagen ihre Sache, da müssen Sie mit umgehen. Aber ich finde schon, dass man von der Sozialdemokratischen Partei erwarten kann, dass sie wenigstens zum Rechtsstaat steht und sich hier auch klar zu dieser Frage bekennt, meine Damen und Herren. Ich will einen weiteren Punkt sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es war kein Tabubruch, Frau Kollegin Wissler. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt, Frau Kollegin Wissler. Meine Damen und Herren, ich bitte sich wieder. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie wieder zu beruhigen. Der Innenminister, nein, zur Geschäftsordnung. Kenntnis, dass die Sozialdemokraten gerade noch einmal deutlich gemacht haben, dass sie zu dem rechtsstaatlichen Verfahren stehen, da bin ich ja hinreichend beruhigt. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Wissler, Sie haben von einem Tabubruch gesprochen und haben dabei einen Sachverhalt hier wiedergegeben, der nicht korrekt ist. Und ich finde,
da er Ihnen bekannt sein dürfte, zumindest in weiten Teilen, ist das nicht in Ordnung. Ich will aber schon eines noch deutlich machen. Sie haben davon gesprochen, dass hier in Deutschland ein Wettbewerb der Schäbigkeiten und eine inhumane Abschiebelogistik aufgebaut würde. Meine Damen und Herren, ich weise, dass diese infame Beschuldigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, der Polizei, der Ausländerbehörden, die daran beteiligt sind und sein müssen, weil sie eben rechtsstaatlich hier vollziehbare Ausreisepflicht durchzusetzen haben, ich weise das in aller Entschiedenheit zurück. Ich finde das empörend, was Sie hier gemacht haben, Frau Kollegin Wissler. Wir haben an dieser Stelle die asylrechtlichen Verfahren und die Prüfungstiefe von Abschiebungen in den letzten Wochen häufig miteinander debattiert. Ich will das an dieser Stelle nicht wiederholen, aber zum konkreten Sachverhalt. Und jetzt muss ich sagen, soweit mir das hier in einer öffentlichen Sitzung des Hessischen Landtages möglich ist, ein paar Sätze sagen. Nun zum konkreten Sachverhalt. Herr G. hielt sich mit seiner Familie seit 2012 mit Unterbrechungen in Deutschland auf. In seinem Fall wurde der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits im November 2012 abgelehnt. Die Abschiebungsandrohung wurde im Dezember 2012 vollziehbar und im März 2013 nach Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen bestandskräftig. Eine zwischenzeitlich gestellte Petition wurde vom Petitionsausschuss im Januar 2014 abgelehnt. Das Abstimmungsverhalten einzelner Abgeordneter oder Fraktionen kann ich hier natürlich nicht berichten. Im März 2016 wurde ein Asylfolgeantrag gestellt, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abermals abgelehnt und die Abschiebung in den Kosovo angedroht. Die Abschiebungsandrohung war vollziehbar seit Juni 2016. Eine für September 2016 geplante Abschiebung wurde storniert, da die Familie sich zur freiwilligen Ausreise bereit erklärt hatte. Diese wurde entsprechend organisiert, aber nicht angetreten. In der Folgezeit tauchte die Familie unter. Im Dezember 2016 erhielt das zuständige Regierungspräsidium dann Mitteilung, dass die Familie selbstständig wieder nach Deutschland eingereist und im Wetteraukreis angemeldet und untergebracht war. Im Januar 2017 erfolgte die Abschiebung der Familie des Betroffenen. Er selbst wurde am Tag der Abschiebung nicht angetroffen. Sein Aufenthalt war zunächst unbekannt. Trotz entsprechender Verpflichtungen unterließ es der Betroffene, das Regierungspräsidium über seine Erkrankung zu informieren bzw. ärztliche Atteste vorzulegen. Eine Einladung zur amtsärztlichen Untersuchung im Februar 2017 ist er nicht nachgekommen. Die Beurteilung der Reisefähigkeit des Betroffenen wurde durch einen Amtsarzt – dafür gibt es Amtsärzte in Deutschland – vorgenommen und bestätigt. Auch die Abschiebung erfolgte unter ärztlicher Begleitung. Herr G. wurde von niemandem aus der Klinik gelockt. Vielmehr ist er freiwillig in den Diensträumen der zuständigen Ausländerbehörde erschienen. Er ist mithin nicht aus einer Klinik abgeschoben worden. Am 1. März 2017 wurde sodann die Abschiebung vom Flughafen in München vollzogen. Dabei kam es zu keinerlei Zwischenfällen. Eine vom Betroffenen am 1. März 2017 gestellter Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die Abschiebung zu untersagen, wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Gießen unter Berücksichtigung seines Gesundheitszustandes am gleichen Tag abgelehnt. Die Vorprüfungskommission hier im Hessischen Landtag für Petitionen lehnte eine entsprechende Intervention ab. Das Bundesverfassungsgericht ebenfalls, meine Damen und Herren, das war ein durch und durch rechtsstaatlich korrektes, durch alle Instanzen hindurchgezogenes Verfahren. Und insofern ist das nicht zu kritisieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Der Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Der Innenminister hat in Richtung SPD sich sinngemäß geäußert, wir würden den Rechtsstaat infrage stellen. Das ist eine ziemliche Unverschämtheit. Wir bitten Sie erstens, den Protokollauszug dieser Rede anfertigen zu lassen und auch nach Ende dieses Tagesordnungspunktes der Aktuellen Stunde um Einberufung des Ältestenrates. Nach diesem Tagesordnungspunkt. So, ich habe jetzt allerdings noch eine Wortmeldung zu einer persönlichen Bemerkung nach § 81 unserer Geschäftsordnung von der Frau Kollegin Wissler. Bitte sehr.
Präsident, meine Damen und Herren! Die persönliche Bemerkung ist dazu da, dass man Angriffe auf die eigene Person zurückweisen kann. Und das möchte ich hier tun. Ich möchte eine Sache richtigstellen. Mir und meiner Fraktion wurde unterstellt, dass wir an Aufklärung, das wurde von mehreren Rednern, von Frau Wallmann, aber auch vom Innenminister unterstellt, wir seien an Aufklärung nicht interessiert, weil wir nicht nachgefragt hätten. Das weise ich zurück. Das ist falsch. Ich will darauf hinweisen, dass ich am 15. März, am Tag, als dieser Fall öffentlich wurde, beim Asylkonvent des hessischen Ministerpräsidenten in Anwesenheit des Innenministers, aber auch in Anwesenheit einiger Kolleginnen und Kollegen hier, explizit nachgefragt habe nach diesem Fall, ob der Innenminister dazu Auskunft geben kann, wie das gelaufen ist, ob die Berichterstattung in der Frankfurter Rundschau so zutreffend ist. Ich habe das beim Asylkonvent, das kann man, dieser Meinung kann man sein, Herr Bellino, der Herr Innenminister. Frau Kollegin Wissler, sind Sie so lieb und halten Sie sich an die Geschäftsordnung, dass Sie nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen? Und ich verbitte mir den Zwischenruf hier, wenn ich die Sitzungsleitung habe. Bitte halten Sie sich an die Geschäftsordnung. Ja, natürlich. Also, ich weise zurück, dass ich nicht nachgefragt hätte. Ich habe beim Asylkonvent des Ministerpräsidenten nachgefragt. Der Innenminister war zu diesem Zeitpunkt nicht sprechfähig oder nicht sprechwillig. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es hätte ja auch nachgeliefert werden können. Ich will nur damit deutlich machen, dass ich nachgefragt habe. Deswegen muss ich sagen, Herr Innenminister, der Vorwurf an mich, ich hätte nicht nachgefragt, finde ich jetzt aus Ihrem Mund, weil ich Sie gefragt habe, etwas deplatziert. Dass die Rechts- und Sachlage eindeutig ist, hat übrigens keiner infrage gestellt. Danach könnte man jeder Petition ablehnen. Wir wissen nicht einmal, wer der Berichterstatter war. Von daher also finde ich das etwas. Frau Kollegin Wissler, ganz ruhig. Ganz ruhig, meine Damen und Herren. Das war eine persönliche Bemerkung nach 81.2, etwas modifiziert, aber es war trotzdem eine persönliche Bemerkung. Jetzt haben wir den Antrag auf Einberufung des Ältestenrats. Ich unterbreche die Sitzung. Der Ältestenrat kommt im Raum 115S zusammen, und wir lassen das. Herr Kollege Bellino. Zur Geschäftsordnung, meine Damen und Herren, wir sind noch. Der Kollege Bellino hat noch das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es macht doch wohl nur Sinn, wenn der Ältestenrat zusammentritt, wenn die Niederschrift vorliegt. Können wir denn vielleicht so lange tagen, bis diese Niederschrift da ist, oder wollen wir da eine halbe Stunde Kaffee trinken, bis das der Fall ist? Das ist doch Unfug. Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat beantragt, den Ältestenrat jetzt einzuberufen. Ja, das können wir ja inhaltlich erörtern von mir aus im Ältestenrat, aber wenn beantragt wurde, den Ältestenrat einzuberufen. Und bitte, Kollege Rudolph, vielleicht wollen Sie es modifizieren. Bitte. Herr Präsident, das ist das ganz normale Verfahren. So habe ich es auch beantragt, den Protokollauszug des Redebeitrags des Innenministers bitte anzufertigen. Das ist zeitnah, kann das geschehen, so wie wir das schon in geübter Praxis gemacht haben. Und deswegen bleibt das bei dem von uns beantragten Verfahren. Also, Antrag Ältestenrat. Der Ältestenrat kommt zusammen in 115. Meine Damen und Herren, ich darf bitten, dass man sich wieder etwas beruhigt. Jetzt kommt der Ältestenrat zusammen. Machen Sie mal ein paar Übungen mit den Fingern, dann wird es wieder besser. Ältestenrat trifft in 115S. Die Sitzung ist unterbrochen. Schlimm, ja, ja.